Wer im Sport Erfolg haben will, muss auch Niederlagen einstecken. Doch mit Beharrlichkeit und Ausdauer kommt man schließlich zum Erfolg. Ja, und Erfolge gab es bei den oberösterreichischen Masters-Landesmeisterschaften in der Leichtathletik der Stadionbewerbe, welche am 24. Juni in Neuhofen stattfanden. Für die Organisatoren und Helfer war das heiße Wetter sicher eine Herausforderung. Ein schattiges Plätzchen war immer willkommen. Doch für die Athleten ist die Hitze kein Problem. Schwitzt ein bisschen, aber das ist Leichtathletik, es macht Spaß. Die Anlage ist hervorragend präpariert. Super. Das Wetter ist wirklich ideal für diese Stadionbewerbe. Die Athleten in den technischen Disziplinen lieben die Hitze, die wir heute haben. Es geht fast kein Wind, also es sind wirklich ideale Bedingungen für diese Meisterschaften. Darum sind auch die Teilnehmerzahlen sehr zufriedenstellend. Es ist eine hohe Teilnehmerzahl. Es werden sehr, sehr viele Bewerbe heute durchgezogen. Masters heißt, das sind Altersgruppen ab 35 bis ins hohe Alter hinauf. Die Bewerbe sind an und für sich gleich wie in der allgemeinen Klasse. Wir sind in der Klasse M60, 60 Jahre schon, aber noch relativ gut erhalten. Also es sind heute auch 80-Jährige am Start und darüber. Ein idealer Wettkampftag für die oberösterreichischen Meisterschaften heute. Man konnte an diesem Wettkampftag wieder gute Leistungen sehen. Teilnehmer aus ganz Oberösterreich, aus den Nachbarländern und aus Bayern waren angereist. Also wir sind aus Dingolfing. Wir finden die Organisation hier ganz hervorragend und sind dem Verein und dem Landesverband äußerst dankbar, dass wir hier starten dürfen, weil in Bayern gibt es bis dato keine bayerischen Meisterschaften Einzel für Werfer. Es nahmen insgesamt 107 Athleten in 251 Bewerben teil. Da diese Meisterschaft offen ausgeschrieben wurde, hatten auch Nachwuchssportler der Union die Möglichkeit, an verschiedenen Bewerben teilzunehmen. Aus Neuhofen startet heute der Herbert Winkler im Stabhochsprung. Herbert Winkler ist noch agierender Staatsmeister in der Klasse U20 im Stabhochsprung. Seine Höhe, die er letztes Jahr in Innsbruck gesprungen ist, waren 4,50 Meter. Und das war die Höhe, mit der er dann Staatsmeister werden konnte. Und heute versucht er den Wiedereinstieg nach einer kleinen Verletzungspause, die er hatte, und hofft, dass er wieder an die guten Leistungen anschließen kann, die er letztes Jahr hatte. Sein Ziel von 4,50 Meter verpasste er leider knapp. Trotzdem war er mit seiner Leistung zufrieden. Also, ich bin der Winkler Herbert, bin letztes Jahr U20 Staatsmeister geworden. In meinem letzten Jahr, jetzt komme ich gerade vor zweimonatiger Verletzungspause, habe mir meinen Außenknöchel gebrochen. Und ja, heute habe ich die Ehre gehabt, dass ich bei den Masters Landes außer Wertung mitspringen habe dürfen. Und ja, bis auf die Feinabstimmungen hat schon ganz gut gepasst. Die Sprünge werden wirklich von Wettkampf zu Wettkampf und auch vom Training zu Training besser. Und ja, ich glaube, bei den Starts wird es dann richtig gut passen und dann wird es auch hoch hinausgehen. Generell zur Leichtathletik bin ich gekommen. Da war ich in der Haupttree, in der Hofen, in der Sporthaupttree und haben mal da unten am Platz trainiert. Und dann hat der Bibel Gerhard, hat dann eben gesagt, ja, ich soll mal zur Bezirksmeisterschaft kommen und mal mitmachen. Und ja, da hat es mir dann eigentlich voll getaugt. Und dann am Anfang eben Mehrkampf gemacht, aber jetzt seit ja, gut anderthalb Jahr habe ich mich spezialisiert auf Stabhoch. Bin in Linz im Leistungspark und trainiere mit Wolfgang Adler und da haut es richtig gut hin. Damit so eine Veranstaltung klaglos über die Bühne gehen kann, sind viele Helfer nötig,
Die Union hat das Potenzial für diese Helfer, zur Freude der Mastersreferentin. Ich bedanke mich bei der Union Leichtathletik oder Union Neuhofen, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Der Verein ist so gut aufgestellt, dass er solche Meisterschaften immer wieder durchführen kann. Und ich möchte mich bei allen, die uns die Ehre geben, hier herzlich bedanken. Beim Oberösterreichischen Leichtathletikverband, dass wir dafür ausgesucht wurden. Bei den Helferinnen und Helfern der Union Neuhofen. Es sind ja viele Bewerbe, finden hier statt. Alleine insgesamt, glaube ich, 260 Bewerbe, für die hier genannt worden ist. Das bedarf auch einer entsprechenden organisatorischen Vorbereitung und Abwicklung. Darf mich bei allen, die hier als Kampfrichter zur Verfügung stehen, bedanken. Die Ergebnislisten und die Erfolge der Union Neuhofen-Starter finden Sie auch unter unionneuhofen.at. Ja, es ist wunderschön bei der Anlage zum Werfen. Es kommen sehr viele. Momentan haben wir jetzt 7 Deutsche, die was da werfen, bei den Meisterschaften mitwerfen. Und mich freut es, dass überhaupt so eine große Veranstaltung geworden ist.